Oh, herzlich willkommen hier bei E44 TT MOBA zu einem weiteren Teil von Post und Antiquariat von Vollmar. Die Rückseiten habe ich jetzt an den Fenstern fertiggestellt. Zusätzlich sind Außeneingangsbeleuchtung dran gekommen, die dem Bausatz nicht beilagen. Am Dach sind Dachrinne und Abläufe angebaut worden. So, schauen wir mal rein. Da ist die zweite Fensterbox. Die LEDs sind eingeführt. Kann man das jetzt sehen? Diesen kann ich runterschieben. Dann kann ich die LEDs entfernen, falls sie mal kaputt sind, wieder einführen und die Box wieder verschließen. Hier ist dann das Steuergerät, die andere Box drin, die Steuerungsbox für beliebte Haussystem. Von vorne hat sich auch noch ein bisschen was geändert. Dachrinne, ups, was ist der Finger? Dachrinne wurde angebaut. Ablauf. Eine Dachrinne, sieht man das jetzt, mit jeweils zum rechten und linken Dach führenden Zulauf. Ablauf. Ja, einige Fenster haben ein bisschen grün bekommen. So. Setzen wir mal kurz die Dächer wieder auf. Bei dem Bausatz selber lagen ja fürs Dach Antennen bei. Wer hat heute schon noch Antennen auf dem Dach? Also habe ich mir aus irgendwelchen kleinen Restteilen Satzschüsseln zusammengebaut. Das System selber habe ich noch nicht getestet. Ich habe hier oben in der Wohnung kein Trafo, dass ich es testen könnte. Ich hatte mal einen 9 Volt Block angehalten, aber der reicht nicht aus. Verlangt wirklich 16 Volt. So, da ja jetzt einige Schäfte wieder aufhaben, war ich heute auch wieder bei meinem Händler des Vertrauens. Es waren vom ICE3 erste und zweite Klasse Wagen im Angebot. Also habe ich da mal wieder zugeschlagen. Ups, nicht wackeln. Das ist jetzt der erste Klasse Wagen mit Stromabnehmer und einmal, ups, wackelt, zweite Klasse Wagen. Dann ist in einem Online-Shop ein zweiter ICE3 Set in Vorbestellung. Ist aber nicht der alte ICE3, wie hier mit den roten. Die Steuerkopfwagen haben den grünen Strich. Die Auslieferung oder vom Werk her steht Ende März. Mal sehen, ob es klappt. Vom
mein Finanzminister gab es auch noch eine unerwartete Finanzierung, die eigentlich erwartet war. Zwar nicht in der Höhe, aber es wurden weitere Häuser aus dieser Bauserie bestellt. Das Eckhaus, was war es noch? Schuhmacherei. Es waren 4 oder 5 Häuser, die ich mir noch weiterhin bestellt habe, um diesen Straßenzug komplett zu machen. Er müsste irgendwann nächste Woche eintreffen. Montag, Dienstag. Mal sehen. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und tschüss.